Leute, herzlich willkommen zum Start in die neue Unboxing-Season. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe hier direkt zum Start ein fettes Promopaket bekommen. Vielleicht habt ihr die Neuigkeiten auch schon mitbekommen. Ich wollte das einfach mal hier direkt am Anfang des Videos nochmal da lassen. Also hier das Paket ist direkt von Wizards gekommen. Da war auch noch mehr mit dabei. Ein paar Sachen sind natürlich auch wieder für euch. Aber jetzt erstmal ganz wichtig, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich blende euch das einfach mal hier ein. Denn morgen am Freitag, dem 29. April, bei mir auf dem Twitch-Kanal, abends ab 18 Uhr, zocken wir eine richtig schöne Runde hier mit der neuen Edition New Capenna Sealed über Spelltable. Ich habe da ordentlich Leute eingeladen, könnt ihr ja hier auf dem Flyer jetzt sehen. Leute wurden eingeladen, schön mit dem Kai gemeinsam in der Moderation werde ich sein. Wir werden uns also die Matches dann anschauen, gemeinsam so ein bisschen darüber quatschen und eben moderieren. Das wird bestimmt ein richtig cooler Abend, also auf jeden Fall mal notieren. Dann habe ich ja gesagt, ich habe hier noch mehr bekommen, nämlich eine Woche nach dem Event, also quasi Freitag in einer Woche, da machen wir noch ein New Capenna Commander Event. Hier in dem Promopaket war nämlich noch ein Commander Deck mit dabei. Wir zocken das Ganze natürlich auch. Hier das Deck, das werde ich aufheben. Das wird es dann während des Commander-Events für euch als Giveaway geben. Aktuell laufen auch ordentlich Giveaways. Ich packe euch einfach alle aktuellen Sachen unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, euch dann gegebenenfalls eintragen. Also da läuft aktuell noch was. Dann zum Commander-Event wird es auf jeden Fall Commander-Decks geben. Ich habe natürlich auch hier die ganz reguläre Unboxing-Season geplant. Aber ich dachte mir hier zum Warmwerden, ich habe ein paar Booster bekommen. Machen wir schon mal vor dem ersten Event zusammen ein paar Booster auf. Freue ich mich richtig drauf. Aber auch hier, ich meine, der starten die Unboxing-Season. Auch hier wollte ich eine Kleinigkeit für euch abzwacken. Machen wir heute im Giveaway einen Sammler-Booster, ein Set-Booster und ein Draft-Booster. Die lege ich noch zur Seite. Wie gesagt, alle Infos in der Videobeschreibung. Nochmal vielen Dank an Wizards für die ganzen Booster. Aber ja, Leute, eine Kleinigkeit gibt es auch wieder für euch zu gewinnen. Einfach mal nachschauen. Und wir machen jetzt noch ein paar Booster zusammen auf. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ich denke schon, wir haben noch zwei Sammler-Booster, vier Set-Booster und auch fast ein Sealed-Paket wie morgen. Fünf Draft-Booster insgesamt. Das ist aber schön zum Start. Würde ich sagen, wir sehen uns zum ersten Booster. Viel Spaß! Die Booster liegen bereit. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den fünf Draft-Boostern. Das sollte ja auch relativ schnell gehen. Draft-Booster als Eröffnung, dann die Set-Booster und die zwei schönen Sammler-Booster, die machen wir ganz am Ende auf. Ja, mal schauen, was wir alles finden. Ich persönlich bin natürlich auf der Suche nach ein paar Karten für meine Commander-Sammlung. Da sind wir direkt beim Thema. Aber hier in New Capenna, da sind wirklich schöne Karten mit dabei. Freue ich mich richtig drauf, auch die Karten mal in Aktion dann tatsächlich zu sehen. Also viele legendäre Kreaturen. Natürlich besonders interessant dann eben als Commander. Schöne Planeswalker-Karten, besonders Obnixilis gefällt mir super gut. Da würde ich auf jeden Fall einen für die Sammlung nehmen. Dann natürlich die Triome. Es sind halt jetzt keine Triome mehr, aber quasi der Cycle ist ja jetzt komplett abgeschlossen. Die dreifarbigen Cycle-Länder. Also wirklich eine schöne Auswahl. Starten wir einfach mal. Genug vorweggeredet, Leute. Schauen wir einfach mal. Der Start in die Unboxing-Season. Booster Nummer 1. Oh, ich bin gespannt, was wir alles finden, diese Season. Aber ja, wie gesagt, Länder, Planeswalker, legendäre Kreaturen. Da wäre ich schon sehr zufrieden. Es geht los mit einer Leichenexplosion. Ja, jetzt nicht ganz das, was ich sofort haben wollte. Aber oh, die Länder, wunderbar. Jetzt sehe ich die Länder auch direkt mal live. Die sind schön. Könnt auch gerne mal Feedback zu dalassen. Ja, die Leichenexplosion zum Start. Ja. Da geht noch was. Leute, da geht noch was. Ich meine, nahezu jede Karte kann man irgendwie in einem Commander-Deck unterbringen. Aber mal sehen. Ich habe halt wirklich ein paar Favoriten. Schauen wir mal. Auch direkt vorweg nochmal. Der Artstyle. Gefällt mir richtig gut. Auch die Amulette hier. Flavor ohne Ende in der Edition. Das ist wirklich eine Edition, die mir sehr gut gefällt. Klar, ich habe jetzt noch nicht wirklich damit gezockt. Aber auch da, wie gefällt euch das Ganze? Gerne mal in die Kommentare reinhauen. Was sind eure Favoriten? Welche Karten interessieren euch? Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Oh, der erste Elf. Nicht schlecht. Ginny finde ich auf jeden Fall nice. Mal gucken, ob wir die noch sehen werden. Das ist eben so eine legendäre Kreatur, die ich super cool finde. Na, hier der Tänzer. 4 Mana, 4-4, Trample, Lifelink, Eile. Das ist eine sehr solide Karte, würde ich mal sagen. Nett. Engeltoken, leider kein Full Art Land. Aber, ja, Elfen gehen auch immer bei mir. Finde ich gut.
ich meine, wir sind ja noch in den Draft-Boostern. Set-Booster werden ein bisschen interessanter. Und dann das Sammler-Booster. Da bin ich gespannt. Mal gucken. Ah, hier dreifarbige Edition. Ich bin einfach Fan. Finde ich mega gut. Die Ankamen. Karten. Ah, die Wendetür. Nicht ganz ein Birthing Pod, aber ich mag solche Effekte halt super, super gerne. Ah, jetzt nicht die stärkste Rare, würde ich mal sagen. Ich bin gespannt, ob wir eine schöne Legende finden. Oh, da direkt ein Planeswalker hier quasi im Warm-up. Die Eröffnung. Ah, wäre auch nicht schlecht. Ah, die Tür vom Effekt. Auf jeden Fall cool. Oh, jetzt nicht mein Favorite. Mal gucken. So. Ich würde sagen, ab den Ankamm-Karten wird es ja relativ interessant. Oh, das ist ja genau meine Farbkombination, die Banditen. Auch Waschbärräuber. Der Flavor, richtig geil. Oh, das ist vielleicht mein Booster. Das ist das Umnieter auf Deutsch. Das Umnieter-Booster, Junt. Oh, finde ich richtig nice. Oh, der Schatten. Oh ja, damit kann ich was anfangen. An sich super interessante Kreatur. Natürlich Shadow, der Archetype bei Magic, sieht man immer wieder mal, auch im Modern-Format, ob jetzt dieser Schatten gut genug sein wird. Ich glaube nicht, aber der kommt garantiert in meine Commander-Sammlung. Hidetsugo freut sich immer über teure Karten. Mal im Gegner trägt 15 Schaden schießen. Das ist nicht schlecht. Und dann später die Karte eventuell für billiger spielen oder wenn man sie auf der Starthand hat. Also damit kann man auf jeden Fall was machen. Schöne Karte. Der Schatten. Geil. Finde ich gut. Das war Booster Nummer 4. Ja, doch. Die Draft Booster wird langsam. Mal sehen, wie es weitergeht. So. Cormela, die erste Ankamen. Die Galerie. Oh, Bogenspucker ohne Foil. Oh, der Aufstieg erstmal. Die erste Rare. Nicht schlecht. Ha, nicht die stärkste Foil. Oh, aber eine schöne Ebene dahinter. Oh ja, nette Auswahl. Aber Leute, da geht noch was. Machen wir uns direkt mal hier über die Set-Booster her. 4 Set-Booster? Ja, 4 Set-Booster, 2 Sammler-Booster. Ich meine, ist ja hier nur das Warm-up. Die nächsten Tage, da kommen ja ordentlich Sachen noch. Sauber. Set-Booster, vielleicht auch eine schöne Listenkarte jetzt mit dabei. Gucken wir mal. Ich bin wirklich gespannt, was wir alles aufmachen. Oh, vielleicht ist ein Thema erkennbar. Ah, Richtung Gruul. Sind es die Umnieter? Ah, Cabaretti. Ah, ist aber gut gemischt. Komm. Die Abfängerin. Haben wir eine Doppel-Rare? Ah, eine Foil, das Umnieten. Ah, schade. Hier kann ja auch eine Doppel-Rare zum Beispiel drin sein. Ja, ja. Auch hier würde ich sagen, da geht noch was. Aber wie gesagt, jede Karte will ich eigentlich für die Commander-Sammlung einmal haben. Klar, im Commander-Format, jede Karte einmal geht eigentlich. Und ich finde die Karten einfach super cool und die Art wirklich schön. Deswegen, ich habe mich richtig gefreut auf New Capenna. Deswegen bin ich auch gespannt, was ihr dazu sagt. So, der Butler, Amulett. Ah, das sieht doch mal nach einem Commander aus. Legendäre Katze und Berater. Geil! Vertraute des Bosses. In der Naya-Farbkombination. Alle Token haben Eile bei uns und mit Verhandlungen. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug deckt jeder Spieler die oberste Karte der Bibliothek auf. Für jedes Land, was aufgedeckt wird, kriege ich ein 1-1er Citizen-Bürger-Token. Und dann kriegen Kreaturen für jede auf diese Weise aufgedeckte Nicht-Landkarte +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und alle ziehen eine Karte. Oh, interessant. Oh, für ein Token-Deck. Das ist aber genau die richtige Farbkombination, ne? Geil. Ja, sowas gerne mehr. Die feindliche Übernahme. Oh ja, Doppel-Rare. Triple-Rare. Oh ja. Oh ja. Und dann noch die Foil dahinter. Das ist doch mal ein Booster. Aber hier der Tycoon, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben, den finde ich super interessant. Nicht nur, weil es eine Katze ist, aber 2 Mana, 2/2 ist quasi ein Mana-Elf. Wir können natürlich auch ordentlich Schaden von der Karte bekommen. Das ist aber eine geile Karte. Vielleicht fürs Standard oder eben für alle Karten mit einer Treasure-Synergie, so mit Magda, sowas in die Richtung. Es gibt ja wirklich sehr starke Synergien mit den Schatzspielsteinen. Der Tycoon, sehr interessant. Oh, das war aber mal ein Booster. Netter Commander, Double Rare dahinter. Oh ja. Ja, so darf es gerne weitergehen, Leute. Noch 2 Set-Booster und dann kommen erst die Sammler-Booster. Aber wie geplant, es wird immer besser. Sauber. Ja, mal gucken.
Das vorletzte Set Booster, oh, ganz schön viele Länder. Vielleicht sehen wir mal ein Triom oder eben ein Rare Land. Da würde ich mich auch auf gar keinen Fall beschweren. Ah, die Fuscherei, erste Rare. Oh, es bleibt bei einer Rare. Oh, die Chromkatze mag ich. Ist natürlich jetzt nicht die stärkste Karte, aber vielleicht mal im Limited, vielleicht mal im Draft. Vielleicht sehen wir sie morgen im Sealed. Ich meine, in so einem dreifarbigen Limited-Format. Eine Artefakt-Kreatur kann man immer casten. Drei Mana, drei Power, Scry 1. Vorsichtig gesagt, spielbar. Die Fuscherei. Ayo mit Hideaway. Oh, da freue ich mich auch drauf, die Karte mal wieder zu zocken. Man können. Ah, oh, im Upkeep Mill 3. Und wenn wir dann 20 oder mehr Karten im Friedhof haben, dann können wir die ins Exil geschickte Karte einfach wirken, um ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Auch für drei Mana. Ich meine, Commander-Deck ist ja ziemlich groß. Ist vielleicht in einem Zombie-Deck oder sowas. Ne? Kann man ja ein bisschen on Flavor bleiben. So ein Friedhof-Deck halt. Würde auch hier vom Artwork passen. Nicht schlecht. Also ich würde sagen, spielbar. Natürlich jetzt auch nicht die super crazy Karte. Aber haben wir noch nicht gesehen, nehmen wir mit. Aber ja, da geht noch was. Oh. Ein Feuerland. Mal gucken. Das letzte Set Booster. Ja, noch kein Land gefunden. Und so ein paar Legendaries würde ich halt auch noch nehmen. Also die Rare Legendaries. Super viele coole Karten wirklich hier am Start. Aber mal gucken. Der Außenseiter, der zähe Außenseiter. Mensch Krieger. 2 Mana, 3 Power mit Blitz. 4 Mana und 2 Leben. Okay. Man kann ihn aber aus dem Friedhof immer wieder spielen. Oh, mit einer Recursion-Fähigkeit. Den hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt nicht die krasse Commander-Karte, aber den kann man zocken. Den kann man auf jeden Fall zocken. 2 Mana, 3 Power, also in einem Draft-Deck, auf jeden Fall. Kann man später halt nochmal aus dem Friedhof holen. Gar nicht mal so schlecht. Geplatzter Deal. Joa. Jetzt nicht das stärkste Booster, aber ich meine, Leute. Das sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Die Booster-Verpackung. Das sage ich auch selten, aber das gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja, mal sehen. Ah, vorsichtig. Oh, jetzt wird's aber interessant. Leute, direkt hier im ersten Video ein Sammlerbooster. Gegönnt. Geil. Freue ich mich. Oh, bevor ich es vergesse, falls ihr noch dabei seid, unbedingt an den Daumen denken bei solchen Sponsored-Videos. Super, super wichtig. Je besser das läuft, desto krassere Sachen können wir in der Zukunft machen. Aber Leute, ne, vielen Dank für den ganzen Support, diese ganzen Events, auch das, was wir morgen machen. Ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Also. Hammergeil von euch. Nochmal vielen, vielen Dank. Und jetzt noch schön das Sammlerbooster. Ich sage ja immer, ab dem Land wird es richtig interessant. Gucken wir mal. Ein Obscura-Amulett. Hafenviertel. Nicht ganz. Aber ist ein Land. Komm, jetzt muss es nur noch rare werden. Boah, die sehen aber geil aus, die Karten im alternativen Artwork. Auch der Foil-Effekt. Ich weiß nicht, ob man das so hundertprozentig auf der Kamera sieht. Die sehen richtig gut aus. Geiler Effekt. Richtig cool, so ein bisschen Retro. Gefällt mir super, super gut. So, der Schatzschlepper. Die erste Rare. Nett. Oh, Full Art. Der Dreckfresser. Lustiger Name. Oh, mal wieder ein Horror. Vielleicht was für LTS. Habt ihr vielleicht die letzten Tage hier gesehen? Liebe ich auch das Format. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, Leichenexplosion haben wir eben schon gesehen. Oh, dahinter. Ist dahinter das Land? Ich habe da schon was gesehen. Oh, eine Vivien. Ich finde Vivien großartig. Super cooler Planeswalker. Eben noch gesagt, bei der Tür ist ja nicht ganz ein Birthing Pod. Sie hat ja als plus 2 quasi eine Birthing Pod-Aktivierung. Ist halt genau meine Karte. Also, jetzt ist zwar nicht der Obnixilis, aber oh, kommt auf jeden Fall in die Commander-Sammlung. Die Vivien finde ich top. Schönes Fähigkeitenpaket. Super gut spielbar. Hammer, neben war. Der Stampfer dahinter. Geil. Den finde ich auch ganz cool. Mit dem Bonus-Mana ist ja auch nicht so schwach. 3 Mana, 4-4 Wachsamkeit. Kann natürlich am Anfang nicht angreifen oder blocken, aber auf jeden Fall brauchbar. Ein schöner Schatz dahinter. Ich würde sagen, ja, hier mit der Vivien freue ich mich. Das war schon mal gut. Und ja, Leute, das letzte Booster für heute. Ich meine, wie gesagt, da kommt ja noch ordentlich die nächsten Tage. Die restliche Unboxing-Season. Ich habe ja hier schon ordentlich am Start. Dann die ganzen Events. Das wird auf jeden Fall richtig geil, habe ich so ein Gefühl. Also ich würde mich mega freuen, wenn ihr das Video hier unterstützen könnt. Wenn ihr morgen im Event dabei seid. Leute, wäre der Hammer. So, jetzt.
Ob Nixilis, nee, nicht Hafenviertel, hatte ich eben schon. Rare Länder oder ob Nixilis, komm, mal gucken, ob wir noch einen Hammer-Abschluss finden. Damit der Vivien, oh ja, das ist natürlich eine Hammer-Commander-Karte. Ich wollte gerade sagen, die Vivien war ja schon cool, aber hier versteckt der Schmuggler. Ja, eben schon gesagt, so Schatzsynergien mit den Treasure-Token, da gibt es einiges. Und hier kann man halt ordentlich Mana ansparen. Schön im Commander-Deck rausgerammt. Jede Runde, jedes Mana oder jedes Land, was man nicht braucht, kann man einfach einen Bonus-Mana für die nächsten Runden verwandeln. Und dann hat man eventuell noch die Bonus-Synergie. Schön in Foil, boah, Hammer, Hammer. Also, ich liebe ja grüne Karten. Grün ist ja eigentlich meine Lieblingsfarbe bei Magic. Also Vivien und hier das Versteck. Leute, optimaler Start. Wirklich optimaler Start für mich. Zusammenkunft, ja, Aufhetzerei, ja. So mit Hideaway, ich meine, für die Commander-Sammlung nehmen wir das. Boah, das ist aber auch gut gefüllt. Ognis, schön auch für die Commander-Sammlung. Nochmal eine schöne legendäre Kreatur. Und am Ende, ah, der Tänzer, den hatten wir eben schon. Der ist aber auch ganz nett, ne? Schönes Fähigkeitenpaket. Nicht ganz ein Questing-Beast, aber nah dran. Nicht schlecht. Boah, geiles Booster. Also hier, der Versteck. Oder das Versteck, das war nochmal ein schöner Fund, richtig geil, zusammen mit der Vivien. Leute, würde ich nochmal sagen, das war eine schöne Eröffnung in die Unboxing-Season. Ich freue mich wirklich auf die nächsten Tage. Aber ja, an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.